Ein Licht durchbricht die Dunkelheit. Bilder entstehen vor Troplays geistigem Auge. Siehe da, ihr seid mir ein gefälliger Anblick. Wollt ihr ein sinnliches Olala probieren? Es kostet nur 20 Münzen. So ein Jammer, ach. Aber ein tugendhaftes Wesen gehört wohl dazu, wenn man ein legendärer Held ist. Wenn ihr es euch einmal anders überlegt, dann sagt mir nur Bescheid. Wart ihr schon auf dem Eiland, das südlich von hier liegt? Fürwahr. Aber man sagt, dort wimmle es nur von so Bestien, deren Wildheit beispiellos ist. Womöglich seid ihr mächtiger, als es den Anschein hat. Ha! Das war natürlich bloß ein Scherz. Ich weiß wohl, dass ihr Edricks Nachfahre seid und kann niemandem das Wasser reichen. Der Legende nach nutzt der mächtige Edric einen Regenbogen als Brücke, um die verlorene Insel im Nordwesten zu erreichen. Danach soll er durch eine verborgene Tür in die Finsternis hinabgestiegen sein und den Thronsaal seiner Widersacher betreten haben. In ihrer göttlichen Weisheit erwählte die allmächtige Rubis euch zum Helden, der die Welt von verhassten Drachenfürsten erlösen soll. Es obliegt euch, eure heilige Pflicht zu erfüllen, die Finsternis zu bezwingen und das Licht zurückzubringen. Ja, weiß ich. Es schien eine Erinnerung an etwas zu sein, das vor langer, langer Zeit geschehen ist. Ob diese Vergangenheit ihm selbst gehört oder jemand anderen, daran erinnert Troplay sich nicht. Deswegen waren da auch die Sternchen. Waren keine Schimpfwörter. Mm-mm. So, was für eine erholte Nacht und damit willkommen zurück zu Dragon Quest Builders. Ja, jetzt dachtet ihr, was? So fängt der Part an? Boah, der Tro, der ist ja mal Hammer drauf, ne? Danke. Nein, also, ich war selber überrascht, deswegen keine Sorge. Eine Badewanne? Die nehme ich mal raus, die muss ich noch bauen. Habe ich gar nicht gesehen, dass ich eine Badewanne habe. Ich habe eine Badewanne. So, wer will mit baden gehen? Ich meine, hier badet eh jeder mit jedem und mit Klamotten an. Also von daher können wir alle auch baden gehen. Ist ja genauso wie ein Schwimmbad hier, ne? Bin ich mal neugierig. Was passiert, wenn ich jetzt hier eine Badewanne hinstelle? Ernsthaft? Nein, ich ziehe mich sogar aus. Nein. Aber ganz wichtig, was auch immer das da ist, das habe ich immer mit dabei. Und das. Meine Trinkflasche, die habe ich selbst beim Trinken, beim Baden mit dabei. Das ist, Leute, das ist essentiell wichtig, sag ich euch. Das muss so. Oh, ich könnte mal wieder die Ansicht wechseln. Halt, stopp. Habe ich hier noch was? Nein, habe ich nicht. Dann Lagerfeuer, Wandleuchte, eine Feuerschale. Habe ich davon sogar. Ich kann nur eine bauen, schade. Aber okay, eine Feuerschale will ich haben. Denn die macht sich erstmal gut hier an dieser Stelle. Ich weiß, dass jetzt ein Raum. Hey, Stufe 3. Die kommen nicht zu mir gerannt und gratulieren mir. Ach, da braucht keine Schweinchen. Ziegelmauer. Ziegelverkleidung. So, ein paar mitnehmen. Den Boden muss ich auch noch machen, fällt mir gerade auf. Aber egal. So, jetzt kann ich mich hier mittig hinstellen. Ich weiß gar nicht, reicht das hier? Ich glaube ja, ne? Genau. Und. Ha! Mit nur zwei Stück. Ach, das ist so schön. Das ist fast so. Ach, das ist so rührend. Ich werd schon wieder ganz sentimental. Ein Portal auf eine andere Insel wurde geöffnet. Teleportationsraum. Yay, yay, super, ole, ole. So, ich gehe jetzt erstmal rüber. Weil bevor ich jetzt da irgendwelche Sachen mache, hoffe ich mal, dass ich hier Bäume finde. Das ist ein Witz, hier gibt es auch keine Bäume. Also. Hier gibt es so welche Bäume. Aber das war's dann auch.
Naja, nun gut. Holen wir uns erstmal die Kiste und packen unser Signal dahin. Packe ich ja wie immer da drauf. Bringt mich zwar nicht weiter, aber egal. Und Hämmerlinge. Aber ich brauche noch Holz. Da ist eine Burg. Gibt's nicht, kein Holz. Hier vielleicht jedenfalls Eisen. Nein, aber es gibt ein... hammermäßige Nadel. Eine Hammer... Arsch. Und hier gibt's Steine. Ich wollte gerade sagen, verfolgt er mich? Will er mich angreifen? Hat er ein Problem mit mir? Ich muss hier doch irgendwo Bäume finden. Das sind alles so Gestrüppbäume. Ein Zedernsetzling, aber ich... Ich muss ja jetzt nicht ernsthaft selber Bäume anpflanzen, oder? Erwarten die doch jetzt nicht von mir. Was ist das? Chilischoten! Oh! Chilischoten. Was ich damit machen kann, weiß ich auch noch nicht, aber... werde ich wahrscheinlich noch erfahren. Hier sind Flammentänzer, das ist klar. Oh, Bäume, ich will Holz. Das... das sind Hände! Hände aus Erde. Aber warum? Da hinten ist Eisen. Ich habe Eisen gefunden. Genau das, auf was ich es abgesehen habe. Ich hoffe nur, dass mein Hammer jetzt so lange reicht. So, ich hoffe, dass es Eisen ist. Oh, shit. Shit. Ich muss das wegwerfen. Ich muss dringend was wegwerfen. Wobei, warte mal. Ich glaube, ich kann hier das essen. Ja, ich kann das essen. Und dann Eisen. Genau das, was ich haben wollte. Muss ich genau gucken. Wo kann ich jetzt hier noch Eisen bekommen? Da unten. Nein, der Riesenhammer ist kaputt gegangen. Er hat genau das alles dahinter genommen. Okay. Egal. Ach, verdammt, nee, das geht nicht. Ah, die Chilischoten hier nehme ich definitiv mit. Und dann muss ich jetzt mal gucken, ja. Wo kriege ich jetzt meinen Baum her? Kann ich den Baum da einpflanzen? Vielleicht kriege ich das auch noch als Aufgabe oder so. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Der True-Player, ja, der weiß es nicht. Ah. Danke für die Feder. Aber ich kann sie jetzt gerade nicht gebrauchen. In der Richtung ist mein Signal. Das heißt, da kann ich auch lang gehen. Eine schöne Lava-Welt. Aber wie gesagt, ich bin hier gerade ein bisschen so im Überlegen, so, wo könnte ich den Baum pflanzen? Vielleicht muss ich wirklich die Bäume sogar bei mir im Lager pflanzen. Kann auch sein. Oh, das Papa-Hämmerling. Oh. Ah, ein Beutel. Okay, gut. Den kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Da rein. Okay, ich habe Bäumchen. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Bäumchen machen soll, weil das sind Zedernsetzlinge. Ich setze die jetzt mal hier hin. In der Hoffnung, dass die hier vielleicht dann doch wachsen. Packe den Rest Essen hier erstmal rein. Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal los. Komplett unvorbereitet alles und habe mir gesagt, komm, einfach durch da. Im Endeffekt, klar, ich brauche erstmal die Rezepte.
Aber gut, jetzt haben wir hier ein Hämmerling-Ding da. Ding, 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 dong. Hier noch was, hab da noch was. Und wir haben Eisen. Das war das Allerwichtigste für mich. Dass ich nämlich jetzt mit dem Eisen mir endlich mein Eisenschwert machen kann. Oh, verdammt. Zweimal Kohle. Oh, das hat sogar gereicht. Ich kann mir einen Eisenhammer herstellen. Und ein Eisenbreitschwert. Das ist in Ordnung. Das finde ich in Ordnung. Haha. Dann gehen wir kurz schlafen, in der Hoffnung, dass dann die Bäume gewachsen sind. Keine Ahnung, ob sie dann wachsen oder nicht. Ob ich sie gießen muss oder nicht. Das wurde mir bisher noch nicht erklärt. Vielleicht gibt es ja das diesmal als Aufgabe. Man weiß es. Man weiß es. Leute. Seht ihr das da vorne? Das sind Bäume! Zedernholz. Ja. Nicht, dass ich das nicht schon konnte, aber egal. Oh, ich kann mir endlich meine Kiste basteln. Oh, oh. Oh, das ist die geilste Folge ever. Die fängt episch an. Und dann kann ich mir auch noch eine Kiste basteln. Ein Bücherregal. Ja, das habe ich jetzt gebraucht. Das Bierfass erst recht. So. Und. Halt. Ach, riesiger. Aber Pelze und Holz. Nein! Halt. Den Topf kann ich machen. Okay. Jetzt fehlt mir nur noch das eine gewisse Etwas. Ihr wisst schon was. Gut gemacht, Truppler. Diesen Monstern hast du es tüchtig eine Abreibung verpasst. Wie es aussieht, haben sie ziemlich Wichtiges fallen lassen. Kann ich mir das Teil mal kurz ansehen? Potz 1000, das ist ja ein Teleportal. Das kannst du benutzen, um mir die Sachen zu besorgen, die ich brauche. Wer hätte gedacht, dass die Monster genau das fallen lassen würden, was wir brauchen? Und auch noch genau zur rechten Zeit. Hab doch gewusst, dass die einen guten Kern haben. Aber egal, Max ist was eingefallen, was die Monster gesagt haben, als er in dieser Zelle gefangen war. Offenbar haben sie Barbarella in ihren großen schwarzen Burg eingesperrt, auf der Insel jenseits des Meeres. Ich will sie ja so schnell wie möglich rausholen, aber so einfach wird das nicht. Die Burg dieser Monster ist noch robuster gebaut als die kleine Festung. Wenn wir da rein wollen, werden wir schon eine Waffe brauchen, die aus einem härteren Material ist als Holz. Deshalb möchte ich, dass du mir ein paar Eisenbarren machst. Das einzige Problem ist, dass du hier in dieser Gegend kein Eisen finden wirst. Das gibt's nur in der alten Mine, die weit von hier entfernt liegt. Aber wenn du durch das Teleportal gehst, könntest du vielleicht... Na, worauf wartest du? Hol Eisen. 10 Eisenbarren. Ich brauche Kohle. Ich brauche Kohle. Kohle. Verdammt. Muss ich echt wieder zurück, muss Kohle besorgen. Und guck mal. Man kommt hier durch und das Erste, was man hier sieht, ist nicht das, was man erwartet. Nämlich kein Eisen und keine Kohle. Ja, und ich glaube, selbst wenn ich mich hier durch diese ganzen Dinger durchschlagen würde, würde ich immer noch kein Eisen und keine Kohle finden. Alter! Was zum... Blöder Stein. Ja, genau. Und du kommst jetzt auch noch, ne? Immer auf den Amtro. Immer auf den armen Tro. So. Gibt's da nicht? Ich hab ihn nicht getroffen. Wo war denn das? Bin ich jetzt total bedeppert oder what? Oh, what? Ja, da ist es. Da ist die Stelle. Ja, lasst mich in Ruhe. Ja, Fallschaden, Fallschaden ist schön und gut. Genau da vorne hin. Genau dahin. Durch diesen Berg werde ich mich jetzt sowas von derbe durchballern. Dass ich Kohle bekomme und einfach alles.
Aber schön, dass man hier noch so weit runterfallen kann. Das ist dann immer sehr positiv. Mein Beutel ist voll. Wollt ihr mich denn jetzt... Ah! Ihr wollt doch jetzt echt hier nicht nur Streit anfangen, oder? Danke. Sandstein kann eigentlich weggeworfen werden. Zack, danke. Nehme ich doch lieber das da. Wo habe ich denn jetzt? Ich glaube 5? Weiß es jetzt gar nicht. Entweder ist das 5-mal Kohle oder 5-mal Eisen. Ist mir aber auch egal. Ich hab's. Ich hab, was ich brauche. Ja, das war nicht so gut. Das war nicht taktisch schlau. Bam. Jawohl. Komm, gehen wir hier mal rein in den Berg. Ach, genau, das wollte ich doch. Ha. Und weg damit. Und das auch alles weg. Aber nur noch Kohle, ne? Kohle, 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 Kohle. Da, Kohle. Ich brauche nur die Kohle, mehr will ich gar nicht. Halt. 25, 9. Jetzt muss ich doch mal gucken, was ist das? Nein. Gegenstände, das ist Kohle und das ist Eisen. 25 Eisen, 9 Kohle ist schon eigentlich gar nicht schlecht, wenn man es mal so nimmt. Kann ich eigentlich alles wegwerfen, aber egal. Weil, ganz im Ernst, brüchige Ackererde. Ich meine, ich kann darauf das einmal so machen, stehe ich drauf, geht's kaputt. Macht auch keinen Sinn, ne? Also, wegwerfen. So, und weil wir noch Platz haben und noch diverse Sachen brauchen, gucken wir ganz kurz hier mal durch. Was haben wir, was verbirgt sich hinter Tor Nummer 1? Mein Hammer ist bald kaputt, wollte ich nur mal sagen, ne? Hier verbirgt sich weiter nichts. Jedenfalls mal so ein bisschen angeteasert werden für die nächste Folge. Da hinten ist eine Mine. Oh, guck mal, da ist eine Truhe. Wie wollen wir wetten? Komm, den machen wir jetzt noch. Autsch. So. Und. Der rüpelige Ritter wurde besiegt. Wow. Wow. Liebe Leute, für ein... Ich möchte es jetzt nicht ausdrücken, diesen bösen Wortschatz, aber für ein Holz. Dafür mache ich es mir jetzt hier schön. So, ist hier noch irgendwo was an Fackeln da? Mir alle Fackeln her. Hallo? So. Jetzt bin ich salty. Jetzt bin ich richtig salty. Weil ich jetzt salty bin, gehe ich jetzt zurück. Und sage dann in dem Augenblick, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor 3. Tschüss.